Hallo liebe Freunde des gepflegten Spaziergangs. Willkommen bei CryptoTV. Tja, heute haben wir wieder Montagabend, 18 Uhr. Und wie ihr mich kennt, um die Zeit spaziere ich gerne in Salzburg herum. Mal schaut euch mal, wie es heute schneit. Tja, das bietet sich doch wunderbar an, auch mal zum Spazieren gehen im Schnee. So was Schönes. Gefällt mir total gut. Ja, in letzter Zeit geht's ziemlich rund bei mir mit den Spaziergängen. Gestern in Salzburg und in Vöcklabruck spazieren gegangen. Vorgestern war ich in Bischofshofen spazieren gehen. Davor war ich in Wien spazieren gehen. Ich komme schon gar nicht mehr mit dem Filmschneiden hinterher. Darum, wenn ihr das jetzt seht, wird ein bisschen verspätet kommen. Aber wie ihr es jetzt sehen könnt, es ist doch noch online gekommen. Ja. Unseren ersten Zwischenstopp machen wir wieder bei einem Residenzplatz. Da verschnaufen wir mal ein bisschen, genießen den schönen Schneefall in der Gegend. Und dann schauen wir mal, was die so uns alles heute anbietet, gell? Gefreut mich, dass ihr dabei seid. Mit mir mit und meinen besten Freund, den Grund- und Menschenrechte, der ist immer mit mir dabei, ist, kennt ihr es ja. Komm her. Und so ist man nicht alleinig. Und dann bis bald beim Residenzplatz. So, jetzt bin ich beim Residenzplatz angekommen. Eine kleine Verschnaufpause machen. Wie ihr seht, die Polizei ist halt auch heute wieder ein bisschen mehr vertreten wie sonst an den Montagen. Ich glaube, die wollen auch spazieren gehen. Recht haben sie. Ist ja auch was Gesundes. Ich sehe da mal 1, 2, 3, 4. Und da hinten am Domplatz, da ist auch noch ein Auto. Schauen wir ein bisschen rüber. Ja, genau, da seht ihr die Scheinwerfer. Zwei stehen schon draußen. Also, man ist nie alleinig draußen, wenn man spazieren geht. Ja, und somit schauen wir mal, ob heute noch ein paar andere auch spazieren gehen. Vielleicht können wir nette Gespräche beisammen. Und dann schalte ich mich wieder ein, gell? Bis gleich. Die Herzdame bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Die Kraft der zwei Herzen. Ja, somit hat man den Platz liebevoll abgesegnet und dann geht schon nichts mehr schief. Genau. Ja, ja. Spaziergängern fällt immer was Neues sein. Es ist nie langweilig, weil jedes Mal was Neues passiert. Und weißt du, was ich auch schon ewig nicht mehr da habe? Ewig. Schneemobaut. Ein Schneeengel. Ja, das ist auch lang her. Wie geil! Gut gemacht. Aber wir?
Der Engel mit der Herzenskraft. Das hört sich schon wieder auf, oder? Ein Kämpfer überhaupt. Schwerst verletzt durch den Schnee. Ja? Na, nehmt euch ein Beispiel, liebe Herrschaften, vor den Monitoren. Ja, aber wirklich, war. Servus. Und da hinten ist der Ritschi schon unterwegs. Ja, ich hab mir gedacht, bei dem, nennen wir es mal gelinde, romantischen Winterwetter wird es eventuell den einen oder anderen eher daheim vom Kamin lassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sogar Menschen tapfer mit Handicap den Möglichkeiten trotzen. Und hat man gedacht, wir machen das, was wir immer machen, wird anders für sie und das Leben. So, jetzt sammeln sie die Leute, wie man sagt. Wird ja doch noch was heute, ha? Das heißt. Ja? Spaziergang. Spaziergang, ja. Das war wenig, oder? Naja, kommt schon noch was zusammen. Die sind 15 Minuten oft später da, die Leute. Kann er wieder der Erste sein. So viel wie sonst, glaube ich, nicht, aber. Nein, ich glaube auch nicht. Ist aber keine Demonstration, das ist explizit der Spaziergang. Aber das ganze Stadt ist ja ein Chaos jetzt mit dem Auto. Wahnsinn! Stell dir mal vor, wir waren in Wien, da stand dort alles. Jetzt stehen sie jeden Tag da, gell, die Polizisten, falls sie auch spontan jeden Tag was ereignen könnte. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt dann bald mehr Uniformierte als Spaziergänger haben. Ja, passt eh, haben wir mal ein Statement, dass die Polizei vermehrt spazieren geht. Vielleicht. In der einen oder anderen Form tanzt das sicher, ob das jetzt so gemeint ist. Ich könnte ja morgen vorbeischauen und wo kann er spazieren gehen und dann sage ich mal, am Dienstag geht nur die Polizei spazieren. Dienstag gehen die anderen woanders. Roman, bitte film das. Da. Grüß euch. Ich wollte nur mal sagen, dass ob die Regeln eh überall bekannt sind, ja. Wissen Sie, oder? Ja. Wir haben da Informationszettel. Die, was nicht unterschrieben sind wahrscheinlich, gell? Nein, das ist nur Informationszettel. Ja, weil in Vöcklerbruck hat unten Bezirkshauptmann und der Bezirkspolizeikommandant ist gestanden, aber keine Unterschrift. Nein, das ist im Grunde nicht. Es ist ja auch kein Dokument, es ist nur Information für Sie als Demo-Teilnehmer, gell? Na, wir sind keine Demo-Teilnehmer, wir sind Spaziergänger. Oder Spaziergänger. Komm schon. Brauchst du irgendwie einen Infozettel? Okay. Wir müssen da nicht anders rein informativ für Sie, gell? Fürs Protokoll. Genau. Alles klar, danke schön. Sonst wir sagen es eher, wenn da noch mehr Leute herkommen. Brav. Doch, das ist angemeldet, da brauchen Sie dann, wenn Sie mitgehen, schon eine Maske. Und wie war das gestern? Da war es nicht angemeldet? Jetzt doch. Ja, wir machen die Regeln nicht. Ja, aber jetzt sagen Sie, weil es angemeldet ist, brauchen wir Masken. Gestern war es nicht angemeldet. Wenn Sie offensichtlich dazukehren und mitgehen, brauchen Sie Masken, richtig? Naja, dann sagen Sie halt gleich, nicht angemeldet oder unangemeldet, sagen Sie gleich, wenn man spazieren geht. Das ist jetzt Haarsträuberei. Ich vermute, das ist derselbe Zettel wie gestern Abend. Mhm. Genau. Dann brauche ich den nimmer lesen, weil den kenne ich schon. Vöcklerbruck hat der Landeshauptmann und der Landes... Bitte? Heute haben wir andere Bedingungen. Heute haben wir den größeren Abstand. Aber gestern noch nicht. Was haben wir heute? Einen größeren Abstand? Ja. Der Elefant ist erwachsen geworden, gell? So ist es. Ja. Aber nicht gescheiter wahrscheinlich. Das kann ich nicht beurteilen, wie intelligent er ist. Nachdem diese Rüsseltiere ja bei uns eigentlich gar nicht heimisch sind und uns bis heute noch keiner erklären konnte, ob es der großohrige afrikanische Steppenelefant oder der kleinohrige indische Waldelefant ist. Das ist eigentlich eine Kuh, bitte, gell? Ah ja. Die österreichische Kuh haben wir jetzt. Jetzt haben wir die Kuh. Ah, haben wir jetzt eine Kuh? Ja. Ich brauche eindeutig für diese brandaktuellen Nachrichten irgendwann wieder einen Fernseher. Ich kriege so entscheidende Sachen, mit welchem Getier wir uns gerade rumschlagen, gar nicht mit. Ich war immer nur beim Elefanten. Ja, den Salzburger Stier, den haben wir verwaschen, jetzt haben wir nur eine Kuh. Ein paar Millionen ausgeben worden für neue Werbespots mit der Kuh, oder wie? Ja, genau. Da kann man wenigstens diese Milkerkühe, die früher in Salzburg rumgestanden sind, in allen möglichen Lackierungen, eventuell zu neuem Leben recyceln und verwenden. Das finde ich gar nicht so schlecht, bevor man da jetzt wieder Babyelefanten oder so hernimmt. Ist es in Bad Ischl der Löwe? Weil da haben sie die Löwen ausgestellt gehabt. Ja, schön.
Ja, grüß dich, Harry. Wackeren Kämpfer. Ich habe wieder nicht mitgekriegt mit der Kur. Ja, seit einer Woche. Weil wir keine Mainstreet-Medien schauen. Ja. Die dürfen auch mal spazieren, oder? Absolut. Ja. Weil wir in der Stube rumhucken, Formulare ausfüllen, das macht ja depressiv. Ich war ja voll dafür, dass uns Jerusalem einmal tanzen. So wie in die anderen Polizeistellen. Ich glaube, die Zeiten der Formulare ist offiziell im 21. Jahrhundert vorbei. Heute macht man das per PC. Man druckt heute maximal noch aus, aber diese Nummer mit den 4 Durchschlägen vom Formular, weiß ich nicht, 17b, ist eigentlich heute vorbei. Ja, das Formular A38, was der Asterix schon nicht gekriegt hat. Genau das. Genau das. Also ich gehe davon aus, dass es eigentlich heute vorbei ist. Da haben wir nur das Problem, dass wir abstürzen, dass nichts mehr machen kann. Ja. Ja. So wie es jetzt beim Volksbegehren gar nicht. Fröste, Schreibmaschine hängen geblieben, jetzt der PC. Ist beim Impf-Volksbegehren. Handysignatur ist nicht gegangen. Also so ein Zufall, ja? Ja, ja. Also momentan gingen sowieso Dinge vor bei uns. Nein, es ist schon erstaunlich. Genau. Also. War das bei Ihnen so, dass er da nicht gegangen ist? Er ist nicht gegangen, beziehungsweise bei mir ist es noch gegangen, eine halbe Stunde später wollte mein Mann und dann ist es nicht mehr gegangen. Er ist jetzt zu Fuß ins Mirabell gegangen, weil er gesagt hat, er geht unterschreiben. Haben zu viele Leute unterschrieben, dann hat es ihn crashed. Aber ich hätte auf alle Fälle gesagt, also auch wenn man langsam mal nicht eine Moschierungsführung. Ja, das bin ich sowieso. Ach, du bist die! Ja, das heißt, und der die ganzen Zeitungen voll sein. Ich dachte, du bist der Aluhut. Ah, den muss ich mal kennen, sechs? Ja, stehen wir morgen wieder dazu. Ja, irgendwann muss der jeder. Alles auf, Internet oder? Voll mit Verschwörung. Ja, genau. Du, man hat mir jahrelang lustigste Sachen angedichtet, weil man in Salzburg mit so subkulturellen Gestalten wie mir nicht ganz klar kommt, wenn man da nicht so weiß, wo man die tun soll. Insofern kann man schon machen. Heute haben wir zwei Regenbogen, Regenschirme mit. Fein, fein. Ja, aber irgendwann früher oder später sind wir den Regenschirm halt gleichfärbig, nämlich weiß. Und wir sind lauter Schneemänner. Das muss ich mal von unten filmen, den Regenschirm. Das ist steil. Babyelefanten nicht mehr gibt, sondern dass wir jetzt eine Kuh haben. Eine Kuh? Ja, eine heimische Kuh. Ich will doch gar nicht lange rausgehen können. Ausgebracht habe, wie ich den Nachmittag ausgeschaut habe. Und man denkt, wow, das ist jetzt schnell. Romantisch halt, gell? Er kommt jetzt wieder mit romantisch. Ja, 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 freilich. Weißt du, das ist Traffic. Katze kann ich keine anbieten bei den Videos, dann muss ich jetzt so reden. Was die jetzt machen, dann nachdem der große. Es gibt immer Traffic-Katzen in Videos. Die Ränge an den Lift-Altstationen da war, machen ja jetzt damit die Ferien die Lifte zu, jetzt brauchen wir den Schnee auch nicht mehr. Das sind die Flüsterskipisten dann bald. Nein, ich habe heute quasi gesehen, die Holländer haben ja jetzt seit Dezember einen Lockdown. Wie viele Meter müssen wir abzuhalten? Eine Kuh ist anscheinend aktuell das Ding. Wie gesagt, in den Niederlanden ist jetzt anscheinend seit Anfang Dezember Ausgangssperre und da gehen schon ganz viele Menschen jetzt, also Lockdown seit Anfang Dezember, ich glaube seit 7. oder so, und jetzt ist gestern eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen worden und da sind ganz viele vermummte Holländer auf die Straße gegangen und haben da ihren Unmut kundgetan mit Steinchen schmeißen und sonstigen Zeug, also nicht so friedlich wie das. Okay, das ist aber auch nicht lustig. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die dieses Mal nicht zum Wintertourismus, zum Skifahren zu uns kamerten. Ich glaube, die machen daheim ein bisschen Bambule. Die haben eine andere Sportart entdeckt. Wie gesagt, ich finde es dahingehend ganz interessant, dass ja bei uns vom Innenminister bis zum Bürgermeister der eine oder andere ÖVP-Grande der Meinung ist, dass friedliches Spazierengehen ja ungemein gefährlich ist und mehr oder weniger mit Aktion scharf unterbunden werden soll. Da denke ich mir dann, da ist dann der Blick nach Holland, wo alle so brav die Maske im Gesicht haben.
vielleicht doch mal. Es ist fast schon wie in Frankreich, was sie jahrelang abspielt. Also baut sich das in Holland leider auch schon auf. Ja, aber was ist, gell, wenn die Leute so lang kitzelt werden? Naja, so lang sind die gar nicht kitzelt worden, weil wie gesagt, bei denen ist das jetzt beschlossen worden. Und bei Missachtung dieser nächtlichen Ausgangssperre zahlt man dort, glaube ich, 59 Euro. Also im Vergleich zu dem, was im Reich der Horrorraute gang und gäbe ist, eigentlich relativ human. Hört jetzt auf. Ja, fast, gell? Da ist es eigentlich relativ human, aber sie haben halt trotzdem beschlossen, die Holländer sind ein Partyvolk. Und die haben ja kein Corona, die haben ja Heineken. Und haben einfach beschlossen, wir bleiben bei dem und wir machen weiter Party. Und wenn man uns einsperrt, dann haben wir da was dagegen. Wie gesagt, dort gehen jetzt Vermummte auf die Straße. Wie gesagt, hierzulande will man das ja anscheinend auch, dass Vermummte auf die Straße gehen. Aber ich finde unseren friedlichen, Immunsystem stärkenden, Sozialkontakte auf Abstand knüpfenden Spaziergang da eigentlich die bessere Variante. Aber gut, ich bin natürlich ja kein Innenminister, kein Bürgermeister, also das ist nur meine persönliche Meinung. Also manche ausländische Medienportale im freien Bereich, die sprechen eh schon, dass wir ein rechtes Vorbild in Österreich sind, so von der Angehensweise. Naja, also wenn man jetzt sagt, wir haben heute mit dem heutigen Montag Woche 45 des Irrsinns, wirklich verändert hat sie nichts, weil mich habe noch in meinen etwas kleineren Ohren die Worte des Reichskanzlers, der im März 2016 gesagt hat, also A, koste es, was es wolle, und dann B, dass es ja quasi jetzt bald Millionen tote Österreicher gibt, weil wenn jeder Österreicher bald einen Toten in seinem Umfeld hat, dann ist die Schlussfolgerung ja mehr oder weniger, dass wir ein paar Millionen davon zusammenbringen. Mhm. Das stimmte letztendlich genauso wenig wie der offizielle Lockdown in Südtirol, aber egal, jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass wir im März 2019 den ersten Lockdown hatten, um Zahlen zu senken, Ausbreitung zu verhindern und so weiter. Über den Sommer hat sich das dann ein bisschen gelockert, ganz klar. Das ist ein bisschen kontraproduktiv vielleicht auch gewesen, das will ich nicht mal bestreiten. Wir haben dann einen Lockdown-Light gehabt, der dann in einen Lockdown-Hort überging. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Stuhlgang, ist mal weich, ist mal hart. Ne? Und es endete dann letztendlich eigentlich damit, dass wir jetzt immer noch in der damals angekündigten Phase 1 sind. Also damals haben ja unsere Corona gegen den Tod ankämpfenden Strategen in der Regierung sagt, wir haben vier Phasen. Phase 1 ist der Lockdown, Phase 2 ist dann eine teilweise Öffnung, Phase 3 ist dann fast Entspannung und Phase 4 war dann das Szenario wieder alte Normalität nach der Impfung oder so, weil davor war ja dann die neue Normalität, ne, also Chaos. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich rückschritttechnisch wieder in Phase 1. Also wir sind immer nur im Lockdown. Und wenn man hergeht und sagt, man schaut 10 Monate mit derselben Technik und es ändert sich offensichtlich ja nichts, weil die Zahlen, du weißt, also der Albtraum unseres Finanzministers, die Zahlen, ne? Da denke ich mal, wenn sich 10 Monate lang nichts ändert, sollte man vielleicht einmal die Technik ändern oder überlegen, die Technik zu ändern. Ja, mir ist schon klar, dass man da keine Exit-Strategie in unserer Bundesregierung bei der Hand hat, genauso wenig wie in vielen anderen Ländern. Nur wenn ich zum Beispiel als dummer, privater Mensch sage, ich traue jetzt, weil es so schön schneit und kalt ist, bei mir die Heizung auf und sie geht nicht, dann rufe ich einen Klempner. Und wenn der Klempner kommt und sie geht am nächsten Tag immer noch nicht, dann sage ich, gut, braucht ein bisschen, bis da der Ofen, das Wasser und so aufgeheizt ist. Aber wenn sie am Tag 2 oder gar am Tag 3 immer noch nicht für eine höhere Raumtemperatur sorgt, dann überlege ich mir halt vielleicht, ob die Technik, die der Klempner da angewendet hat, eventuell nicht so ideal war, dass da vielleicht was schiefgegangen ist. Wir haben jetzt 10 Monate Irrsinn, verändert hat sich, wie gesagt, augenscheinlich mal nichts, aber wir machen mit dem Irrsinn weiter, also finde ich irgendwie ganz spannend. Das ist die neue Art der Mode, sie wiederholt sich stetig.
Naja, dass das Rad sich in allem in irgendeiner Form wiederholt und sich nur ein bisschen im Anstrich, im Profil, in der Anzahl der Radschrauben oder Ähnlichem verändert, das ist klar. Wir werden alle die Welt nicht mehr neu erfinden und das liegt auf der Hand. Da mache ich auch weder einem Herrn Kurz noch einem Herrn Anschober irgendwo einen Vorwurf. Ja. Aber wie gesagt, wir haben früher wegen Grippe, die ja inzwischen ausgestorben ist, ja, keine Schulen zugesperrt und ein ganzes Land wirtschaftlich an die Wand gefahren. Und aktuell machen wir das, um jene Alten zu schützen, die, wenn sie jetzt an den Folgen der Impfung sterben, ja, halt sterben, weil sie alt sind und Vorerkrankungen hatten. Witzig, vorher war das ein Ausschlusskriterium, unbedingt alle anderen zu Hause zu lassen. Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, der Mensch stirbt irgendwann. Ja, das war bis 2020 nicht so. Also die Menschen waren irgendwann weg, das war ein Mysterium, aber gestorben wird offiziell erst seit 2020. Und glücklicherweise haben sich weltweit ein paar Kapazunder zusammengetan, um endlich von politischer Seite her den Tod auszurotten. Also es sind nicht die Mediziner, es sind nicht die Wissenschaftler, es sind die Herren der Politik, die gesagt haben, jetzt wird der Tod ausgerottet. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich so rückwirkend für meine Großeltern, die vor dem 80. Lebensjahr gestorben sind, einfach weil sie alt waren und alte Menschen vermeintlich, wie es irgendwo in total verschwörerischen Büchern steht, irgendwann einmal sterben, passiert auch bei kranken Menschen manchmal, habe ich mir wirklich überlegt, ob ich rückwirkend nicht die ÖVP vielleicht klagen sollte, weil meine Großeltern noch gestorben sind, also weil die ÖVP-Granten der damaligen Zeit, Schüssel oder wer immer da halt so aktuell tätig war, mehr mit Maschall beschäftigt war, anstatt meine Großeltern zu retten. Die hat man einfach mit Mitte 70 sterben lassen. Also ein Skandal. Ja, wir haben jetzt einfach fähigere Politiker gewählt, die das jetzt endlich mal in Angriff genommen haben. Naja, ich muss jetzt dazu sagen, also das ist natürlich sehr schön formuliert, aber ich gebe ehrlich zu, ich habe sie nicht gewählt. Naja, ja, zum Glück andere. Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich habe die nicht gewählt und ich halte sie aufgrund dieses vorhin erwähnten 10-monatigen fortlaufenden und wenig effizienten Irrsinns auch, anders als du das jetzt formuliert hast, nicht für kompetent. Also die Kompetenz habe ich ihnen eigentlich irgendwann einmal mit den ersten kritischen Stimmen so um den 1. April letzten Jahres ein bisschen aberkannt. Albert, die Verschwörungstheoretiker, ich kann es nicht fassen. Ich hoffe, du hast meinen Aluhut gut im Bild. Ich gebe natürlich zu, dass ich ein leidenschaftlicher Verschwörungstheoretiker bin. Ich glaube auch wirklich, dass das dritte Gebäude, das beim Einsturz von 9-11 zusammengestürzt ist, nur durch den Luftzug der Turbinen des einstürzenden, also hineinkrachenden Flugzeugs zusammengebrochen ist. Die Peak Ass haben es unten rausgezogen. Ich glaube natürlich auch, dass der Film von Abraham Zapruder, der die magische Kugel, die den Kennedy an 7 verschiedenen Stellen, an verschiedenen Winkeln durchbohrt hat, natürlich existiert hat. Und keine Ahnung. Okay. Das ist ja totaler Stau. Ja, wir haben ja Zeit. Jetzt müssen wir was für die Herdenimmunität tun. Na, die Herde sitzt meines Erachtens noch daheim und hat es warm. Oh, was haben wir denn da für schöne Statements? Eine lebendige Litfaßsäule. Ja, genau. Dass die auch nicht noch kümmern kannst. Ja, ich halte meine Hand. Ich halte meine Hand zum Abstand. Da musst du aber sehr vorsichtig sein mit der lebenden Litfaßsäule, weil Litfaßsäulen sind in letzter Zeit wieder von der Antifa quasi beklebt und tapeziert worden. Ja. Nicht, dass du sie beim Spaziergang Mietstreik-Plakat aufgesetzt und eventuell dabei den Anstand nicht einhalten. Quasi beklebt und tapeziert worden. Ja. Wir
Kann dir einer erklären. Jetzt gehen wir seit März friedlich spazieren. Jetzt sind wir so weit, dass mehr Polizei da ist, als wir Teilnehmer. Was für Gefahr stellen wir eigentlich da? Ich kapiere es nicht. Es geht nicht um die Gefahr, die ich darstelle. Es geht darum, dass das dementsprechend ordnungsgemäß ablaufen kann. Das ist ja halbwegs ordnungsgemäß ablaufen. Ja, das ist ja das Entscheidende. Ist nicht angenehm. Aber sind wir froh, dass es nicht so wie in Frankreich zugeht oder jetzt letzter Zeit in Holland. Oder in Spanien, bevor das Wunder von Madrid stattgefunden hat. Oder in Italien oder in fast jedem anderen europäischen Land. Weil genau. England hat sich auch schon geschäbert. Wie gesagt, Österreich und Deutschland sind eh die einzigen zwei Länder, die sich auch wirtschaftlich nur ein bisschen leisten können, ihre Bevölkerung stillzuhalten und wo halt die Mentalität, den Arsch nicht hochzukriegen, der Sache auch ein bisschen dient. Wie gesagt, bei uns ist der Gastro-Protest mit Hafenspielen und gedämpftem Licht vonstatten gegangen und keiner hat es mitgekriegt. In Italien sperren ein paar tausend Wirten einfach auf. Wie gesagt, sozialer Ungehorsam ist nicht unbedingt die Stärke der Österreicher. Was zum einen, was den Frieden angeht, sehr feines, was auf der anderen Seite allerdings halt dazu führt, dass man inzwischen schon geraume Zeit am Blödsinn machen, der viel Steuergeld kostet, der das Bildungssystem auffrisst, der die Wirtschaft ramponiert und es ist kein Ende in Sicht. Ne? Ja, in Italien bis zu 50.000 Vietnam aufgesperrt, in Österreich nur einer. Nein, in Österreich haben schon mehr vermeintlich aufgesperrt, aber wie gesagt, eben ohne Konsumation der Gäste. Wie gesagt, es gibt da ja, diese, Wut, to go diese sogenannte Wutwirtin. Ich liebe diese Vorsilbe, die macht das gleich viel reißerischer. Also eine Wirtin ist ja fad, aber wenn du da Wutwirtin hast, das ist so wie ein normaler. Das ist, so wie ein normaler Bürger. Weil bei dem geht es da ja um was, ne? Zwecks dem Babyelefanten. Schlankeln ja jetzt schon die Ohren, hörst du. Das ist gerade so wurscht. Vielleicht ist das Geheimnis, warum er bei allen Reden im Parlament immer am Handy liest, damit er die Ohren schont. Weil er hat ja eigentlich bei fast allen Reden, die nicht er selber führt, das Handy in der Hand. Der müsste der Herrn wie ein Ferengi eigentlich. Ich finde es total toll, dass du jetzt, wo wir schon Roswell hatten, natürlich wieder mit Star Trek kommst und uns natürlich wieder als die Verschwörungstheoretiker out of space darstellst. Aber wenn ich einen außerirdischen Ernst gut schreiben würde, dann ist er Ferengi. Nicht nur wegen einem äußerlichen, da passt alles so gut zusammen. Naja, dass eindeutig niemand von unseren hohen Politvertretern ein Vulkanier ist, die rational und logisch sind, das ist auch klar. Dafür stehen aber Captain Kirk seit dort, die gegen die Direktive öfters verstoßen. Nein, ich gehe eher davon aus, die im Kampf gegen den Mutanten in Regionen vordringen, wo noch kein Verfassungsrichter jemals war. Das ist auch möglich, ja. Der hat was gestohlen. Das Star Schreck. Der hat was gestohlen. Ich finde es immer sehr mutig, bei dem Wetter laufen zu gehen. Fass den, er hat die Grundrechte. Er hat die Grundrechte. Ja, Grundrechte. Gut, Sie wissen nicht Bescheid, wir haben heute schon getroffen. Genau, ich mache jetzt mal die Runde und sage das den Leuten allen. Und dann starten wir ganz langsam. Wir sollen bisher dann durch. Haben wir heute mehr Polizei wie Teilnehmer fast noch? Naja, liegt zum Sein auch noch viel. Okay, schauen wir gleich. Ich werde jetzt mal schnell die Runde drehen bei den Teilnehmern und mal Bescheid sagen. Das, was drauf ist, ja genau. Abstand, ganz wichtig, genau. Das sagen wir. Ja, die anderen ja auch so mit der Stücke. Genau, okay. Grüß dich. Also heute bitte ein Schal vors Gesicht, 2 Meter Abstand. Dann wird ja 2 Meter Abstand achten, wenn man schon sein muss. Ja, ja, klar, natürlich, aber dass man das 2 Meter Abstand achten muss. Es geht weiter, wir haben uns das Ding. Heute bitte. Hallo. Einfach einen Schaden kurz sehen, wie man das macht. Was machst du?
Genau. Einfach weil wir auf die gute Kommunikation setzen nach wie vor mit denen und es gut funktioniert gerade. Ich meine, ich verstehe sie, weißt du, die haben echt. Genau, ihr habt es schon gehört. Also der Merlin weist jetzt alle Spaziergänger darauf hin, dass die Maske und der Abstand vorgeschrieben ist, laut Verordnung, weil man ansonsten eben mit Geldbußen zu rechnen hat, wenn man nicht des Einspruches fähig ist. Okay. Einfach weil die Polizei wird ziemlich unter Druck gesetzt, man sieht unter Druck gesetzt und wir wollen halt schauen, dass wir dann den Weg nach außen hin ein ordentliches Bild waren. Richtig. Ja, mit der Wette. Und da ist normal nur ein Fußball drin und das habe ich ausgesprochen. Ich finde das so gut, weil man sieht tatsächlich, also man sieht nicht, dass man so ein bisschen Netz ist. Aber mir geht es da eher um die Provokation, weißt du, wie man? Ja, nein. Seit die Kans auch gestraft werden und die rennen wieder ein Moskitonetz. Und es ist nichts. Also wenn man ganz dicht bei dir zuwischt, jetzt sieht man schon, dass da eine Mücke, gerade nur eine Mücke nicht durchpasst. Ja, da hat sie recht. Vor allem wird man jetzt mit Attest ja auch schon Fälschchen. Echt? Wird das gehen draußen, wenn ich Fälschchen? Und halt drin. Und dann... Ja, Mittwoch ist natürlich tatsächlich ein bisschen kurzfristig. Ja, ich weiß. Ihr habt anscheinend einen Bakti als Redner. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber der Bene, der redet, aber Bakti hat sich angekündigt. Ob er jetzt hundertprozentig kommt, ist nicht sicher, wegen Grenze Deutschland-Österreich. Aber es wird dran gearbeitet. Okay. Ja, und ihr habt ja allerhand lustige Politkapazunder. Wer ist denn da dieses Mal wieder dabei? Warum? Was? Also es gibt das Gerücht, dass der Ding sprechen wird, der, wie heißt der, der Strache, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja gut, also den braucht dieses Land sowieso nimmer in also, keinerlei soweit Funktion. Ich weiß, wird kein Politiker sprechen. Nein, ich frage deswegen, weil es natürlich inzwischen da lustige Tendenzen gibt, so politisch Kapital draus zu schlagen. Natürlich. Und so natürlich finde ich das eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich verwerflich, weil der Steuerzahler für jede Partei, die es irgendwie quasi da schafft, weiter Geld zahlt. Du hast natürlich voll bei dir. Und wir ohnehin im Moment, glaube ich, wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt so auf der rosigen Seite stehen, dass wir das Geld für sowas rauspulvern sollten. Ja. Zum Zweiten ist es, dass sich da schon ein paar Leute politisch opportunistisch profilieren wie ein Rutter oder eben wie ein Strache, wo er sagt, wobei, die haben... Der Rutter ehrlich gesagt weg will von Politik. Ich habe es in der Zeit viel mit ihm zu tun und er möchte das Ganze auf Vereinsebene organisieren. Naja gut, aber der Mann hat sich ja inzwischen durch verschiedene österreichische Parteien durchgeackert und hat ein eindeutiges Gedankengut, wo er sagt, mit dem wird sich jetzt nicht jeder freiheitsliebende Maßnahme geben. Er hat das Salzburger Fundament unterschrieben und ich muss sagen, ich bin vom Rutter aus der ganzen Bewegung in letzter Zeit am positivsten überrascht. Hätte ich selber nicht gedacht, dass ich das mal sage, dass ich vom Rutter positiv überrascht bin. Okay. Aber das muss ich sagen, er hat sich wirklich, ich glaube, bei ihm geht auch eine Veränderung durch und er will wirklich was verändern und will wirklich was bewegen. Und ich würde ihn eher als Patrioten einordnen, als wirklich als Rechter. Aktuell sehe ich es einfach so, dass er genauso wie der Strache sagt, mein politisches Ding ist ein bisschen hinter mir, ich peppe das wieder auf. Und da ist eben die Frage, ob das gut ist. Ja, wir gehen jetzt auch. Ich brauche mal ein Feuerzeug, bitte. Gib mir mal ein Feuer. Wenn ich eins habe, ich rauche ja nicht. Ja, ich habe eins. Ich hoffe, es geht auch. Ja, du, ich verstehe da dein Bedenken absolut, aber der Martin... Na, wie gesagt, also letzthin war ja auch ein Vertreter, allerdings nicht in Parteifunktion sprechend, aber es war ja trotzdem ein deutscher Staatsbürger als Redner da, der dem, sagen wir mal, politischen Flügel der AfD zugehörig ist. Ja, ich hatte ja das... Und da muss... Gehen wir los langsam, komm. Ja. Leute, wir gehen langsam los, achtet bitte auf die Abstände, gell? Schön, dass... Danke, dass ihr so lange gewartet habt, es tut mir leid. Es war so, ich wollte ihn nicht sprechen lassen eigentlich, wo ich gehört habe, dass er von der AfD ist.
Er hat gesagt, er wird nicht als Politiker sprechen und ich habe ihn nur reden lassen, weil ich seine Rede gelesen hatte. Und auf der Rede hat er gesagt, stand ja drin, dass er als Politiker, als Berufspolitiker, der im Bundestag sitzt, darüber sprechen will, dass Parteipolitik abgeschafft gehört. Es ist ja grundsätzlich so, dass ich tatsächlich ein sehr demokratisches Empfinden habe. Ja. Und ich tatsächlich auch die Meinungsfreiheit eines anderen durchaus spreche oder gestehe. Das Problem, das ich bei der Sache habe, ist, dass ich mir die Frage stelle, was ein deutscher Staatsbürger jetzt unbedingt auf einer österreichischen Rednerbühne zu suchen hat, wo es um Protest gegen die Maßnahmen in Österreich geht. Dass der inhaltlich in Deutschland ein ähnliches Problem hat, ist ganz klar. Aber ich fahre ja auch nicht unbedingt nach Deutschland, um dort für eine Änderung der Situation zu demonstrieren, sondern denke mir, wenn jeder vor seiner Haustür kehrt. Wie es vor der Haustür kehren geht in der EU leider nicht mehr so. Und wie gesagt, ich fand es gut, dass man, in Deutschland kann er diese Sachen nicht offen sagen. In Österreich kann er es. Und ich fand es eben deswegen wichtig, dass mir sagt, der Berufspolitiker, der sagt, der in der Partei zugehörig ist, der aber sagt, das Parteisystem ist korrupt und gehört abgeschafft. Sowas ist schon was die Menge einfach mal hören sollte. Ja gut, dass Politik ein in Anführungszeichen dreckiges Geschäft ist, genauso wie Religion, wo sich einfach Leute hervortun, um zu sagen, ihr arbeitet für mich, weil ich euer König, euer was auch immer bin, oder eben euer Hohepriester, Medizinmann oder was auch immer. Das ist natürlich eine Option. Ja. Aber wie gesagt, mich hat es trotzdem etwas irritiert, dass wir in Wien einen deutschen Redner brauchen. Na du, ich verstehe deine Bedenken absolut. Weil wir dann dürfte ich aber auch als Deutscher hier keine Sachen organisieren. Ich bin ja auch Deutscher. Du bist deutscher Staatsbürger, aber du hast einen österreichischen Wohnsitz vermutlich. Ich habe einen österreichischen Wohnsitz. Ja. Naja, dann lebst du hier und zahlst hier wahrscheinlich auch deine Steuern und so weiter. Also, das ist wieder was anderes. Ich denke mir nur, dass es bei dem Herrn quasi so ist, dass er deutscher Staatsbürger ist, einen deutschen Wohnsitz hat, in Österreich keine Steuern zahlt und sich im Prinzip über unsere Gepflogenheiten durchaus in meinem Sinne von mir aus, aber auslässt. Und ich denke mir, das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn ich auf Hawaii sage, es gibt kein Bier auf Hawaii, ihr habt das zu ändern. Ich meine, das ist bitte Sache der Hawaiianer. Ja, aber das ist ein bisschen weit her. Ich meine, Österreich und Deutschland hat dann doch mehr gemein als Österreich und Hawaii. Ja, wir und sind. Und er ist immerhin auch aus dem Berchtesgadener Land. Er sitzt gar nicht so weit weg, der Politiker. Wir sind tatsächlich Nachbarländer. Wir sind beide EU-Länder. Ja. Und wir haben eine totalitäre Vergangenheit. Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben vor allem gerade eine totalitäre Gegenwart, wenn nicht sogar Zukunft und so weiter geht. Und da sollte man vielleicht schon versuchen, das europaweit zu organisieren. Merlin hat auch darauf geachtet, einer von den fünf, dass der Strache ja nicht auf die Bühne gekommen ist. Das. Darf man schon auch noch sagen. Der Strache hätte spätestens nach der Wien-Wahl für sich persönlich endgültig erkennen sollen, dass sein politischer Zenit überschritten ist. Ich verstehe, dass er nach diesem Ibiza-Skandal, egal wie man zu dem jetzt steht, dass er danach ein bisschen an Zorn und eine Motivation hat, da kurz ans Bein zu pissen und dergleichen. Nichtsdestotrotz denke ich mir aber, wie gesagt, dass er einfach im eigenen Interesse erkennen sollte, dass, ja, weiß ich nicht, dass er vielleicht Klöppelkurse anbieten sollte oder in einer Bar arbeiten sollte, wo er, weiß ich nicht, Wodka Bull verkauft, mit Codenos zusammen oder so. Also das kann man ja alles gern machen. Ne? Ich denke nur, dass er auf dem politischen Parkett, wo schon genügend, ich sage jetzt einmal, fragwürdige Individuen aktuell gibt, nicht diesen Herrn auch noch braucht. Er würde auch vor allem seiner eigenen Bewegung nicht so gut tun, wenn er sich noch immer als Galionsfigur hergibt. Mal davon abgesehen, dass seine Bewegung generell schon, wie alle anderen Parteien, im Grunde obsolet worden sind. Da bin ich ganz bei dir. Naja, wir leben in sehr schrägen Zeiten, weil wenn man bedenkt, dass der Roland Thüringer und auch ich aktuell mit dem übereinstimmen, was der Herr Kickl sagt, dann sind wir in einer Zeit, die es vor
ich sage einmal, am Jahr oder anderthalb nicht gegeben hätte. Bin ich ganz bei dir. Also, wie gesagt, ich bin... Seine Aussagen haben was für dich. Ja, ja, absolut. Also, und vor allem, ich bewundere daran, dass er sich, wie gesagt, das auch so auszuformulieren traut, was ja, wie gesagt, auch nicht so selbstverständlich ist.